mal wieder ein Hobby von mir. Gleich am Anfang ein Pommes. Und ein Auto. Eine Schießenpapier und eine große Soße. Mit Gemüse. Pommes. Also, wir befinden uns heute mal im Gockelhaus. Der Boden kann sehr nah, aber sehr weit hinten. Ist allerdings nicht sehr weit weg von da, wo ich wohne. So. Wir haben uns bestellt, ich habe mir bestellt. Jetzt setze ich jetzt mal hin und esse. Ein halbes Hähnchen, wie gesagt, mit Pommes und Mayo. Kostet 199 Spatt. Und Otto hat eine Currywurst. Allerdings, hier mal meins. Ist ja gut. Also seit langem wieder mal ein Broiler. Wir haben Broiler gesagt, ansonsten Hähnchen. Auf echt deutsche Art, schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Die Pommes sind auch sehr gut, unser Preis. 199 Spätte, da kann man nicht rumnehmen. So, Otto hat eine Currywurst. Allerdings, ein bisschen brauner. Ein dunkler hätte man sich schon braten können. Otto, seine Currywurst kostet 159 Spatt und ja, ist eigentlich ganz okay. So, na, was ist mit der Currywurst? Schneid das mal. Und das eine Wurst. Und dann guck mal, ob es schmeckt. Also wie gesagt, den Orangensaft gab es noch dazu. Und der ist in meinem Essen mit inbegriffen. Und ich würde sagen, wir essen erstmal. Was hältst du von der Wurst? Sehr gut. Zeig mal bitte, ja, es ist eine Currywurst. Also es ist eine Bratwurst. Die Currywurst und Bratwurst sind ja dasselbe. Achso, ja, da nimmt das ja noch. Ich wollte nur mal probieren. Ja, probieren. Die Soße ist es auch gemacht. Ich mach die Soße nicht mehr da. Und wir? Ja, ich, pass auf, dir muss das Essen schmecken. Ja. Sonst hat es ja keinen Sinn. Schmeckt dir was oder ist dir zu kalt oder? Der Kuchen warm. Ob sie dir schmeckt, ob sie dir warm genug ist, ob sie dir kalt genug ist, nicht, interessiert da keinen was. Ob die Wurst warm oder dir muss es jetzt schmecken. Die warm. Ich glaube, ich gehe aus meiner Pause. Ja. So, jetzt sind wir wieder. Du kannst auch Senf nehmen. Und die Schwätze. Gut. Also, für mein Empfinden, bin ganz ehrlich, mit Bratwurst hat es nichts zu tun. Es sieht eigentlich aus wie eine Weißwurst, aber eine Currywurst ist eine gebratene Wurst. Also, mir schmeckt sie gar nicht. Das Hähnchen. Perfekt. Perfekt. Auf den Punkt. Wahnsinn. So, also es ist so, ich halte mal her nochmal von außen drauf. Es ist schwerlich zu finden. Weil es ist, wir haben hier hinten einen Kaffee.
steht hier oben. Und an das Kaffee wurde dann dieses Dings hier dran gebaut. Seht ihr es hier? So. Man sieht, also ich habe es nur gesehen durch das Schild hier. Ein Gockelhaus. Und zwar ist so, dass das Gockelhaus erst weiter hinten war, so 500-600 Meter. Aber das war schon, also die Lage ist nicht unbedingt sehr schick, aber es ist okay. Wir haben hier vorne gleich die Sukkomit-Rot. Also da die Sukkomit und da die Second-Rot, aber ich halte gleich nochmal drauf. Ansonsten würde ich sagen, wir essen erst mal. Also mein Fazit. Die Currywurst war gar nichts. Sorry. Und das Hähnchen perfekt. Also wie gesagt, aber es liegt üblich, meine ich, am Besitzer, es ist halt einfach nicht durchgebracht. Hier ein paar Rüste herum und dann Schluss. Und die Soße, ja, und du kennst die Soße nicht. Ich habe eigentlich gedacht, Currysoße wäre was für ihn, weil er sehr gern Ketchup ist, aber es war nicht in dem. Also wie gesagt, ein schnelles, flottes Hähnchen für 1,99 €, also ein Softdrink, ein Pommes, perfekt. Besser kann es eigentlich nicht gehen. Ansonsten bezahlen erstmal, machen wir ein paar Außenaufnahmen, damit ihr so ein bisschen seht, wo es ungefähr ist. Und ansonsten, ja, du bist ja immer noch am Essen. Ja? Bist du satt geworden? Ja. Und die Soße schmeckt ja gar nicht hier. Ich habe so in Currysoße keine richtige, aber ist ein bisschen scharf, ne? Aber ich finde, es ist okay. Eigentlich gehört doch so ein komisches Zeug drauf, aber wir sind ja in Thailand und alles easy. Ich würde sagen, wir bezahlen das mal und dann sehen wir uns, wenn ich Außenaufnahmen mache. Also, wir haben gerade bezahlt. Also, wir haben den Rest einpacken lassen, weil wir es gar nicht geschafft haben. Deswegen sage ich ja immer, es ist schwierig immer für Otto ein extra Essen zu bestellen, weil da ist es eigentlich nie auf. Und wir hatten auch gar kein Brötchen, sondern wir hatten Pommes dazu. Ja, ich finde eine Verwechslung, alles nicht so schlimm. Wir haben es einpacken lassen und zwar Otto hält gerade am Nachbartisch. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Die kennen Otto. Und ja, wieder rausgebracht. Ich werde euch jetzt alles aufeinander zeigen und dann werden wir sehen. Achso, ja, 418 Baht habe ich bezahlt. Ich würde mich mal so ausdrücken, für ein ganz normales Abendbrot ist das völlig okay, völlig easy. Es ist eben nur, ja, in unserer jetzigen Situation ist es eine okay, sagen wir es mal so. Also, wir machen jetzt die Eisaufnahmen und dann würde ich jetzt schon mal sagen, wo ist er nur wieder hin? Da würde ich jetzt schon mal sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Ansonsten dabei bleiben. Ich bin fertig. Heute. Wir wollen ja ganz lange sein, aber also bleibt auf jeden Fall glücklich.
Und jetzt ist er noch die Außenaufnahme. Also bis gleich. Also hier vorne, wo die Ampel ist, seht ihr, die Second Road. Das ist die Buhn Kanchana. Hier ist mein Hotel und ganz hinten ist die Suko mit Rot. So, und hier haben wir die Gockelbar. So, ihr seht es hier so ein bisschen rein. So. Also, dann würde ich sagen, bye bye.